gerade der Landeshauptmann bestellt, dann den amtsführenden Landesschulratspräsidenten. Das Voraussetzung ist ein besonderes treuer Naheverhältnis zum Landeshauptmann. Er kann auch jederzeit abberufen. Und dabei hat man natürlich gleichzeitig das Problem, ich bin unmittelbar Bundesbehörde, hier war den Landeshauptmann, den amtsführenden Landesschulratspräsidenten, wo gleichzeitig kein Dienstverhältnis gegeben ist und dementsprechend natürlich auch Sanktionen nur rudimentär möglich sind. Und auch wenn die Weisungen nicht befolgt werden, hat man da die Probleme, auch tatsächlich eben seine Willen oder seine Meinung eben durchsetzen zu können. Das heißt, diese politische Doppelspitze ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Und weil eben gerade in dem Bereich die Landesschulräte eine Zwitterstellung haben, sie sind Diener zweier Herren, des Landes auf der einen Seite, des Bundes auf der anderen Seite. Wir haben da die Art eine sehr starke Einflussnahme auf der Länder, eben durch diese Doppelspitze. Es werden auch im Landesschulrat eine unmittelbare Bundesbehörde, werden also Landesbedienstete verwendet, die also eigentlich ein Dienstverhältnis zum Bund haben, sondern ein Dienstverhältnis zu den Ländern haben, wodurch die Probleme eben potenziert werden. Wenn man sich anschaut, auch das war eine Diskussion, ist auch einzigartig, wenn den Vizepräsidenten des Landesschulrates, der einen marginalen Aufgabenbereich hat, im Endeffekt darf er beraten, er darf gleichzeitig Akten in sich nehmen, aber er darf nicht einmal den amtsführenden Landesschulratspräsidenten in dem Fall vertreten. Und gleichzeitig ist er ein reines politisches Kontrollorgan. Und wenn man sich die Kosten anschaut, beispielsweise in Oberösterreich, wo also die Kosten, die Funktionsgebühr 112.000 Euro ausmacht, um das Verwaltungspersonal zur Verfügung zu stellen, ist Reputationsaufwand und, stellt sich die Frage, braucht man das? Dient das tatsächlich dazu, dass der Schüler eben besser wird, dass er mehr Qualität bekommt? Das ist mehr als hinterfragt. Das ist Ihnen bekannt, mit im 1. August 2014 eine Reform gegeben, was also die Schulbehörden betrifft. Es wurden als Bezirksschulräten, wurden Pflichtschulinspektoren und gleichzeitig sind sie jetzt Außenstelle der Landesschulräte. Es hat aber im Endeffekt keine Aufgabenreform stattgefunden. Das heißt, es gibt seitdem also kaum Bildung von Bildungsregionen, das heißt Synergien und gleichzeitig Einsparungen wurden damit sicherlich nicht erzielt. Wenn man die Verwaltungsstrukturen anschaut, ist natürlich auch die neue Mittelschule kurz anzuschauen, wie effizient sie in dem Fall verwaltet wird. Da sehen Sie auch, dass eben die Schulleitungen in dem Fall der neuen Mittelschule, der AHS, die auch mit eingebunden ist, sind allein 6 Abteilungen des Bundes damit befasst und gleichzeitig natürlich auch die Landesschulabteilungen der Länder. Und all das führt dazu, nachdem also in dem Fall der Bund ja die Lehrer bezahlt, gleichzeitig was die Finanzierung der Landeslehrer betrifft, dass da umfangreiche Arbeiten und diese Kontakte da sind zwischen den Ländern und gleichzeitig dem Bund, dann damit gibt es gleichzeitig auch die Aufgaben, die Ausgaben, die Finanzierung auseinanderfällt, genau aufwendige Verfahren bei der Erstellung der Stellenpläne, Budgetplan, Budgetvollzug, Dienstzuteilung und Mitverwendung, Landeslehrerkontrolle. Und das führt aber letzter Konsequenz dazu, dass diese Verfahren aber immer noch zur Konsequenz haben, dass wenn die Länder mehr Lehrer einstellen, als in den Stellenplanen, die so vorgegeben sind, dann trägt einen wesentlichen Aufwand des Nichtbeachten der Vereinbarung, die man getroffen hat, der Bund. Und das war allein im Jahr 2010, 2011, im Schuljahr 2013 bis 2014 waren es 121 Millionen Euro, die der Bund dazu gezahlt hat, dafür, dass sich die Länder nicht an die vereinbarten, genehmigten Stellenpläne gehalten haben. Warum? Weil in jedem Fall natürlich eine Landeslehrerkontrollverordnung festgelegt wurde. Das heißt, der Bund zahlt dann alle Lehrer, auch die, die über den Stellenplan hinaus angestellt worden sind. Das heißt, er zahlt sie und er bekommt einen Refundierungsbetrag. Der Refundierungsbetrag sind aber nicht die tatsächlichen Kosten, sondern sind festgelegte Normkosten, die pro Lehrer rund 16.000 Euro weniger ausmachen. Und das heißt, dieses Delta, was weniger rauskommt, zahlt dann in dem Fall der Bund den Ländern für die Nichtbeachtung ihrer Vereinbarung. Das heißt, sicherlich auch in die Richtung gehen, falsche Anreize, gleichzeitig keine Kostenware und gleichzeitig sicherlich auch keine effiziente Ressourcenverwaltung. Das heißt, wenn man sich anschaut, die Landespersonalverwaltung der Maske kennzeichnet Unterschiede der Herrenstrukturen, eine Vielzahl von befassten Stellen, einen Verwaltungsmehraufwand, Verbesserungspotenzial der administrativen Abläufe, Ineffizienzen und unterschiedliche Abwicklung, gleichzeitig auch komplizierte Zahlungsströme. Das ist beispielsweise die nächste Darstellung, die Sie haben, das ist das Land- und fortwirtschaftliche Schulwesen. Da sehen Sie allein die Abteilungen, die befasst sich auf Bundesebene, die Abteilungen auf Landesebene. Und Sie sehen ja auch da, dass eben nicht nur das Bildungsministerium zuständig ist für die Land- und forstwirtschaftlichen Lehrer, sondern wir haben auch zwei Ministerien, das Landwirtschaftsressort, das eben zuständig ist für die Ernennung der Direktoren und die Bestellung der Lehrer.
Das heißt, und gleichzeitig auf der anderen Seite das Bildungsressort ist zuständig für die Schulaufsicht, hat aber dementsprechend auch kein Leistungsrecht. Also das heißt, wir haben eine Situation, die man nicht festmachen kann, das sind die Länder, sondern es schaut beim Bund in dem Fall auch nicht viel besser aus. Und aus dem Grund kann man ein Zwischenresümee ziehen. Wir haben in Österreich derzeit noch keine einheitlich geführte und wirksame Ressourcen- und Aufgabensteuerung. Wir haben Mängel bei der Qualitätssicherung, wir haben Mehrkosten durch Doppelgleisigkeiten. Der Bund ist abhängig dabei von den Angaben der Länder und die Kompetenzen der Schulaufsicht. Die beziehen sich nur auf pädagogische Belange und nicht auf die Angelegenheiten der Schüler.